Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Die EU-Spitzen beschwören Hoffnungen, der Gipfel morgen zur Unterzeichnung des Freihandelsabkommens CETA mit Kanada sei immer noch möglich, hieß es heute von Ratspräsident Tusk und Kommissionspräsident Juncker. Aber die Rechnung wird nicht ohne die belgischen Regionen gemacht, allen voran die Wallonie. Um deren Einverständnis wird weiter fieberhaft gerungen in Brüssel. Sollte es bei den Gesprächen keinen Durchbruch geben, wird Belgien nicht Ja sagen können und CETA nicht in Kraft treten. Das zweite Krisentreffen ging gegen 10:30 zu Ende und es zeigte sich, es geht nicht allein um innerbelgische Probleme, wie es teilweise hieß. Wir haben die Arbeit an einigen Texten beendet. Wir arbeiten aber noch weiter an Präzisierungen mit verschiedenen Abteilungen, zum Beispiel in Sachen Landwirtschaft, die wir am Nachmittag beenden wollen. Und dann werden wir die Texte an die 27 anderen Mitgliedstaaten weiterreichen, noch heute. Der wallonische Ministerpräsident klang da deutlich skeptischer. Die Probleme sind alle bekannt. Es bleibt immer noch zu klären, rechtliche Sicherheit in soziale Fragen zu bekommen. Es sind am Vertrag einige Fragen nicht klar, vor allem bei der Landwirtschaft. Stundenlang hatten sie gestern bis zum späten Abend verhandelt. Der wallonische Ministerpräsident verdeutlichte da auch noch einmal seine Kritik an den bei CETA umstrittenen Schiedsgerichtshöfen und stellte Forderungen. Am Nachmittag ist eine weitere Verhandlungsrunde geplant. Morgen soll der kanadische Ministerpräsident bei der EU eintreffen. Ob CETA dann aber unterschrieben werden kann, ist nicht klar. Tja, man wartet mit Spannung, Markus Preis in Brüssel. Was tut sich dort? Wie optimistisch darf die EU sein, dass sich da etwas bewegen wird? Tja, das ist in den letzten Tagen häufig gefragt worden. Ich war gestern Abend selber sehr lange da und wir waren heute Morgen wieder da. Die Stimmung ist sehr konstruktiv da. Also auch Teilnehmer haben uns berichtet, man sitzt jetzt wirklich zusammen und feilt wirklich an den Texten, also auch im buchstäblichen Sinne. Es war heute Morgen zu hören, dass einer der wichtigsten Streitpunkte schon erledigt sei, nämlich die Frage, wie Belgien sich diese Schiedsgerichte vorstellt. Darüber wird gar nicht mehr geredet. Es geht jetzt vor allen Dingen um die Landwirtschaft. Da sind noch ein paar stärkere Erklärungen erwünscht, beispielsweise, dass es kein Hormonfleisch geben soll in Europa. Das steht aber auch bislang schon drin. Das möchte Belgien gerne noch stärker betont haben. Und den Schutz regionaler Produkte. Und dann hofft man, dass man das alles, eine gemeinsame belgische Position heute, den anderen 27 EU-Staaten und auch Kanada präsentieren kann. Denn die müssen ja auch noch mal gucken, ob das dann für sie noch in Ordnung ist. Angenommen, es gibt eine Einigung. Wie sicher ist denn dann aber, dass auch das wallonische Parlament zustimmt? Also in der Tat, das müsste auch noch mal zustimmen. Und das war einer der wichtigsten Jobs von Paul Magnet, dem Ministerpräsidenten der Wallonie, heute Nacht. Es hieß, dass er mit den Abgeordneten telefonieren wird. Und alle gehen davon aus, dass er, da er so hart verhandelt hat, auch sein Parlament hinter sich hätte. Alle sagen, wenn man jetzt sagt, das ist der Deal, dann stimmt die Wallonie auch zu. Markus Preis für diese Informationen aus Brüssel. Dankeschön. Die Rente ist sicher. Lange schien dieser Satz des einstigen Sozialministers Blüm in Stein gemeißelt. Heute fragen sich viele, wie sicher sie sich mit der Rente noch fühlen können. Von der Bundesregierung gibt es keine Antwort, die solche Sorgen ausräumen könnte. Vielmehr pocht sie im neuen Alterssicherungsbericht auf mehr Eigenvorsorge, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Wer sich nicht daran halte, riskiere wegen des sinkenden Rentenniveaus den Absturz in die Altersarmut. Wir schalten ins ARD-Hauptstadtstudio. Oliver Köhr, die Rente reicht offenbar nicht mehr aus, oft nicht mehr aus. Für wen trifft das in erster Linie zu? Ja, vor allem betroffen sind Geringverdiener, die hauptsächlich oder ausschließlich auf die gesetzliche Rente angewiesen sind. Das wird immer schwieriger, damit auszukommen in den nächsten Jahren wegen des sinkenden Rentenniveaus. Diese Erkenntnis ist jetzt weder neu noch besonders überraschend. Und der Hinweis im Alterssicherungsbericht, dieser Personenkreis müsse besonders vorsorgen, der klingt schon einigermaßen grotesk, denn da schließt sich sofort die Frage an, woher sollen Geringverdiener das Geld denn nehmen? Ein zweiter Personenkreis sind Frauen, insbesondere in Westdeutschland, die eine sehr geringe Rente bekommen, im Durchschnitt immer noch 600 Euro pro Monat weniger als Männer. Welche Ideen hat denn die Bundesarbeitsministerin, um das Problem zu lösen oder zumindest zu mildern?
Ja, den Stein der Weisen hat die Bundesarbeitsministerin auch noch nicht gefunden, aber sie möchte im kommenden Monat, im November, ein Gesamtkonzept gegen Altersarmut vorlegen. Darin geht es vor allen Dingen darum, den Satz möglichst hoch zu halten. Also das, was die Rentner dann noch bekommen von ihrem letzten Lohn. Und da will man versuchen, das auf deutlich über 40, vielleicht auch über 45% zu halten. Würde bedeuten, dass man deutlich mehr Geld in die Hand nehmen muss, entweder aus der Rentenkasse, was aber wiederum steigende Rentenbeiträge bedeuten würde, oder aber Geld aus der Steuerkasse nehmen. Das würde wieder Streit mit dem Bundesfinanzminister bedeuten. Oliver Körr, vielen Dank nach Berlin. Seit auch hierzulande die Terrorgefahr als durchaus real eingeschätzt wird, mehren sich die Vorschläge, wie man ihr begegnen kann. Bundesinnenminister de Maizière will jetzt offenbar die Videoüberwachung in Einkaufszentren, Sportstätten, auf Parkplätzen und in Bussen und Bahnen ausweiten. Die Sicherheit der Bevölkerung müsse erhöht werden, zitierten die Ruhr-Nachrichten aus einem Gesetzentwurf. Bei den Plänen spielen allerdings auch die Datenschutzbehörden eine gewichtige Rolle. Es war ein Versprechen von Wirtschaftsminister Gabriel bei seinem Amtsantritt. Er wollte zurückhaltender, restriktiver verfahren bei der Genehmigung von Rüstungsexporten. Die Zahlen könnte man heute anders deuten, denn sie zeigen kontinuierlich nach oben. Auch im neuen Halbjahresbericht, den das Kabinett heute beschlossen hat. Die Opposition spricht von einer verheerenden Bilanz. Vorwürfe, die die Regierung zurückweist. Die Bundesregierung bezeichnet ihre Rüstungsexportpolitik trotz steigender Ausfuhren in Spannungsregionen als restriktiv. Die Regeln seien so streng wie nie zuvor. Doch im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres ist der Wert der Genehmigungen von 3,5 auf über 4 Milliarden Euro gestiegen. Während der Wert bei den Kleinwaffen sank, sind die Zahlen für Munition massiv von 27 Millionen auf fast 284 Millionen Euro gestiegen. Die meisten Waffen und Munition gehen in EU- und NATO-Länder und in den Irak. Hier unterstützt Deutschland die Kurden im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Für die Grünen sind die deutschen Exportrichtlinien noch immer nicht streng genug. Wir Grüne fordern, dass die strengen Kriterien aus den deutschen Rüstungsexportrichtlinien noch mal viel stärker gesetzlich verankert werden müssen, damit sie dann auch verbindlicher werden und die Bundesregierung sich nicht nur in Sonntagsreden daran hält, sondern auch in ihren praktischen Entscheidungen. Die Linke fordert ein grundsätzliches Umdenken beim Waffenhandel. Deutschland sollte der erste Kriegsdienstverweigerer sein und Waffenexporte generell einstellen. Zumindest in Krisenregionen sollte ein Stopp erfolgen. Nachfragen wollte der zuständige Wirtschaftsminister Gabriel heute nicht beantworten. Die Verteidigungsminister der NATO-Mitgliedstaaten kommen heute zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die jüngsten Aufrüstungspläne in Osteuropa. Hintergrund ist das angespannte Verhältnis zu Russland. Bei einem Gipfel im Juli hatte das Bündnis die Entsendung mehrerer tausend Soldaten nach Polen und in die baltischen Staaten beschlossen. Amnesty International hat dem von den USA angeführten Militärbündnis gegen den IS vorgeworfen, sich beim Kampf gegen die Terrormiliz in Syrien nicht ausreichend um den Schutz der zivilen Bevölkerung zu bemühen. Die Folgen für diese Menschen würden bei den Einsätzen deutlich unterschätzt, sagte eine Sprecherin des Regionalbüros in Beirut gestern. Seit September 2014 sind nach Informationen der Menschenrechtsorganisationen bei Angriffen bis zu 300 Zivilisten getötet worden. Mitarbeiter einer Hilfsorganisation haben auf dem Mittelmeer erneut hunderte Flüchtlinge gerettet. Sie waren von der libyschen Küste aus in Richtung Italien gestartet. Das Land sieht sich mit der Zahl der ankommenden Migranten überfordert. Die Regierung hat erneut Hilfe von anderen europäischen Ländern gefordert. In diesem Jahr sind bereits 155.000 Flüchtlinge nach Italien gekommen. So viele wie im gesamten vergangenen Jahr. In Frankreich geht die Räumung des Flüchtlingscamps bei Calais weiter. Inzwischen haben mehr als 4000 Menschen den sogenannten Dschungel verlassen. Sie sollen auf Aufnahmezentren im ganzen Land verteilt werden. Einige Bewohner setzten ihre leerstehenden Hütten in Brand. Die Behörden sprachen von einem Ritual und stellten Löschfahrzeuge bereit, damit sich die Flammen nicht ausbreiteten. In Venezuela spitzt sich der politische Machtkampf zwischen Regierung und Opposition immer mehr zu. Die bürgerliche Mehrheit im Parlament wirft Staatspräsident Maduro Verfassungsbruch vor und macht ihn für die angespannte wirtschaftliche Lage verantwortlich.
Um den sozialistischen Regierungschef aus dem Amt zu drängen, haben seine Gegner die Gangart gegen ihn massiv verschärft. Tumulte im Parlament von Caracas. Der unschöne Höhepunkt nach einer hitzigen Debatte zwischen Anhängern von Präsident Maduro und der Opposition. Wir eröffnen heute eine ganz besondere Sitzung in der Geschichte unseres Landes, in der Geschichte unserer Republik. Denn wir werden ein Verfahren einleiten, das die politische Verantwortung von Präsident Maduro für Verfassungsbruch sowie die wirtschaftliche und soziale Krise feststellen wird. Die Auswirkungen des politischen Verfahrens sind ungewiss. Bislang blockierte das oberste Gericht jegliche Versuche, den Präsidenten zu entmachten. Die Abgeordneten forderten Maduro auf, in der kommenden Woche selbst vor dem Parlament zu erscheinen und zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen. Das Parlament hat nur ein einziges Ziel, Venezuela zu schaden. Seit Ende vergangenen Jahres hat das bürgerliche Lager im Parlament die Mehrheit. Seither ringt es mit dem sozialistischen Präsidenten Maduro um die Macht. Beide Seiten machen sich gegenseitig für die schwere wirtschaftliche und politische Krise verantwortlich. Aufgrund von Versorgungsengpässen gab es im Land zuletzt immer wieder Unruhen und Plünderungen. Nachdem gestern Maduros Anhänger auf die Straße gingen, hat für heute die Opposition zu Massendemonstrationen aufgerufen. Flugbegleiter der Lufthansa-Tochter Eurowings wollen morgen ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft UFO rief zum Streik auf, nachdem bei den jüngsten Tarifverhandlungen keine Einigung mit dem Unternehmen erzielt werden konnte. Bei den Gesprächen geht es um die Gehälter und Arbeitsbedingungen der etwa 400 Flugbegleiter. Weitere Details zu dem angekündigten Streik sollen bis zum frühen Abend bekannt gegeben werden. In der Frankfurter Börse ist heute der Bayer-Konzern Gesprächsthema, Ellen Frauenknecht. Das Unternehmen, das vor der Übernahme des Monsanto-Konzerns steht, hat heute nämlich Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Wie sind denn die ausgefallen? Bayer hat die Erwartungen ein drittes Mal in Folge übertroffen. Treiber bleibt der Verkauf von rezeptpflichtigen Medikamenten. Das Agrochemiegeschäft, das bleibt dagegen weiter unter Druck. Das könnte sich natürlich durch die Übernahme von Monsanto, einem der weltgrößten Hersteller von Saatgut- und Unkrautbekämpfungsmitteln, ändern. Bis Ende 2017 hofft der Vorstandschef, den Megadeal unter Dach und Fach zu haben. Diese Übernahme, die größte ist, die ein deutscher Konzern jemals angestrebt hat, ist aber möglicherweise auch der Grund, weshalb die Bayer-Aktie heute trotzdem fällt. Viele befürchten, dass eine gute Geschäftsentwicklung schlichtweg nicht reicht, um den Monsanto-Kauf, den sich Bayer 59 Milliarden Euro kosten lässt, zu stemmen. Bayer im Minus, der DAX fällt heute auch momentan 1% auf 10.646 Punkte. Nachdem der Sprung über die 10.800 Punkte-Marke in den vergangenen Tagen wieder mehrfach gescheitert ist, haben hier die Pessimisten gerade wieder die Oberhand. Ellen Frauenknecht, Dankeschön. Immer wieder hält der DFB-Pokal Überraschungen bereit. Nicht nur, dass der SC Freiburg gestern Abend gegen Sandhausen scheiterte. Für den eigentlichen Paukenschlag sorgten die Sportfreunde Lotte. Mit 4:3 im Elfmeterschießen fegte der Drittliga-Aufsteiger Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb. Kampfgeist und Nervenstärke führten zur blamablen Niederlage des Champions League-Clubs. Die Sportfreunde Lotte sind der Pokalschreck der zweiten Runde. Champions League-Teilnehmer Leverkusen ging dabei zunächst in Führung. Neuzugang Kevin Volland mit seinem ersten Pflichtspieltor für die Werkself, die in diesem Spiel von Co-Trainer Markus Krösche gecoacht wurde. Roger Schmidt sitzt derzeit eine Rotsperre ab. Nach dem Seitenwechsel ein Patzer von Leverkusens Hilbert. Lottes Ausgleich also durch ein Eigentor der Gäste. 10 Minuten vor dem Ende sah Wendel dann nach diesem Foul gelb-rot. Die Sportfreunde gingen in Unterzahl also in die Verlängerung, in der Volland noch einmal traf. 2:1 jetzt für Bayer. Doch Freiberger erzielte nach einem Konter in Unterzahl noch das 2:2 für Lotte. Auch das Elfmeterschießen ging in die Verlängerung. Als sechster Schütze trat Baumgartlinger an, Keeper Fernandes hielt. Luka Tankulic als letzter Schütze behielt dagegen die Nerven. Lotte schlägt enttäuschende und desolate Leverkusener in einem aufregenden Pokalkrimi. Und wir blicken jetzt noch auf die Wetterlage. Feucht und kühl wird es heute bleiben. Hier sind die Einzelheiten in unserer Vorhersage. Heute viele Wolken, in den Bergen neblig trüb. Im Süden regnet es, sonst Nieselregen. Im Westen Nordrhein-Westfalens, im Norden und Nordosten scheint die Sonne länger. In der Nacht schließen sich im Norden die Wolkenlücken. Mancherorts regnet es. Weiter südlich viele Wolken, Nebel oder Hochnebel.
Heute im Harz 7 Grad, am Oberrhein 15. In der Nacht an der Nordsee 10 Grad, in den Mittelgebirgen wird der Gefrierpunkt erreicht. Und das war's für den Moment. Die nächste Ausgabe der Tagesschau, die gibt es hier wie gewohnt um 2. Bis dahin, Ihnen noch einen guten Tag.